Im heutigen Video geht es um die Europäische Menschenrechtskonvention, kurz EMRK. Ich habe dazu schon einmal ein sehr kurzes Erklärvideo aufgenommen. Das heutige Video ist für diejenigen, die es etwas genauer wissen wollen. Es gliedert sich in vier Teile. Eine kurze Einleitung, einige Worte zur Entstehungsgeschichte der EMRK, einen Überblick über die Rechte, die die EMRK verbrieft und einige Informationen zur Auslegung der EMRK. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist ein internationaler Vertrag. Sie enthält einen Katalog von grundlegenden Rechten und Freiheiten. Staaten, die die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnen, verpflichten sich damit, für Personen in ihrer Hoheitsgewalt die Rechte zu gewährleisten, die in der Konvention aufgelistet sind. Um zu kontrollieren, dass sie dieser Pflicht gerecht werden, gibt es ein eigenes Gericht, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind für die Staaten bindend. Durch seine Rechtsprechung hat der EGMR den Anwendungsbereich der EMRK immer weiter ausgedehnt. Sie hat sich dadurch von einem Instrument zum Schutz der grundlegendsten Rechte zu einer Art Verfassung für Europa entwickelt. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist von 47 Staaten unterzeichnet worden. Damit gilt sie für rund 820 Millionen Menschen in Europa. Jedes Jahr wenden sich Zehntausende von Menschen an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Seine Urteile betreffen häufig nicht nur den Einzelfall, sondern haben Konsequenzen für die Rechtssysteme in ganz Europa. Das System des Schutzes der Menschenrechte, das die EMRK etabliert, ist in dieser Form weltweit einmalig. Auch für andere Teile der Welt gibt es Verträge zum Schutz der Menschenrechte und internationale Gerichte, um sie durchzusetzen. Ein Beispiel sind die Afrikanische Charta für Menschen- und Völkerrechte, deren Einhaltung der Afrikanische Gerichtshof für Menschen- und Völkerrechte überwacht. Für viele Staaten des amerikanischen Kontinents gilt die Interamerikanische Menschenrechtskonvention. Ihre Einhaltung wird durch den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte überwacht. Diese Verträge und Gerichte stehen aber sowohl in Bezug auf die Möglichkeit individuellen Rechtsschutzes als auch bezüglich der Fallzahlen und ihres Einflusses auf nationales Recht weit hinter der EMRK zurück. Die Europäische Menschenrechtskonvention entstand in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs. Die Erfahrung des Nationalsozialismus hatte gezeigt, dass der Schutz der Menschenrechte auf nationaler Ebene nicht immer hinreichend war. Kommunismus und Stalinismus breiteten sich aus. Die EMRK war deshalb ursprünglich gedacht als eine Art Bollwerk gegen totalitäre Systeme. Bereits während des Zweiten Weltkriegs begannen Politiker der Alliierten, sich Gedanken über die Nachkriegsordnung zu machen. Der amerikanische Präsident Roosevelt sprach 1941 von einer Welt, gegründet auf vier wesentliche menschliche Freiheiten. Redefreiheit, die Freiheit, Gott auf seine eigene Art zu verehren, Freiheit vom Mangel, Freiheit von Furcht. Winston Churchill sprach 1942 von einer Zeit, in der der Kampf dieser Welt mit der Entthronisierung der Menschenrechte endet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es deshalb Bestrebungen, Menschenrechte im internationalen Recht zu verankern. Dies geschah auf globaler Ebene durch die Vereinten Nationen. Diese gründeten einen Ausschuss, den Menschenrechtsausschuss, und beauftragten ihn mit einem Entwurf für einen Vertrag, der den internationalen Schutz der Menschenrechte regeln sollte. Dieser Vertrag sollte aus drei Teilen bestehen: einer allgemeinen Erklärung als Einleitung, dem eigentlichen Katalog der garantierten Menschenrechte und Regelungen für einen Kontrollmechanismus. Allerdings schwand schon bald die politische Unterstützung für ein derartiges Dokument, unter anderem durch den Ost-West-Konflikt, der sich verstärkte. Es kam daher nicht zur Abfassung und Annahme des geplanten Dokuments. Die als Einleitung gedachte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde jedoch am 10. Dezember 1948 verabschiedet. Sie ist kein rechtsverbindliches Dokument. Dennoch gilt sie heute als Meilenstein in der Geschichte des internationalen Schutzes der Menschenrechte. Auch auf europäischer Ebene gab es Bestrebungen, ein Dokument zum Schutz der Menschenrechte zu verabschieden. Sie waren Teil von Versuchen, die Kooperation der europäischen Staaten zu stärken oder sogar ein vereintes Europa zu schaffen. 1948 fand in Den Haag ein Kongress statt, an dem viele Organisationen teilnahmen, die sich für ein vereintes Europa einsetzten. Die Eröffnungsrede hielt Winston Churchill. Er forderte die Schaffung einer europäischen Menschenrechtscharta. Nach dem Kongress schlossen sich viele der Organisationen, die teilgenommen hatten, unter einer Dachorganisation zusammen. Das European Movement war geboren. Das European Movement
entwarf einen Text für eine europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte. Wichtige Teile dieses Entwurfs sind heute in der Europäischen Menschenrechtskonvention enthalten. Eine weitere Folge des Kongresses von Den Haag war die Gründung des Europarates. Der Europarat ist eine internationale Organisation, die eine Plattform bietet für die Diskussion von Fragen, die Bedeutung für ganz Europa haben. Bei seiner Gründung im Jahr 1949 gehörten ihm 10 Staaten an. Das European Movement sandte seinen Entwurf der Europäischen Menschenrechtskonvention an den Europarat. Dieser nahm den Ball auf und trieb die Arbeit an der Konvention weiter voran. Zwei Schlüsselfiguren dabei waren David Maxwell Fife und Pierre-Henri Tagen. Maxwell Fife war ein britischer Jurist und konservativer Politiker. Er hatte als Ankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gearbeitet und unter anderem das Kreuzverhör von Hermann Göring durchgeführt. Pierre-Henri Tagen war ein französischer Juraprofessor und Politiker. Es gab sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, welche Rechte die Konvention garantieren sollte und wie weitgehend diese Rechte formuliert sein sollten. Beispielsweise war umstritten, ob das Recht auf Eigentum, das Recht auf Familienleben oder das Recht auf Erziehung in die Konvention aufgenommen werden sollten. Auch war umstritten, ob es einen Gerichtshof zur Kontrolle der Einhaltung der Konvention geben sollte und welche Befugnisse dieser gegebenenfalls haben sollte. Die Europäische Menschenrechtskonvention, die schließlich verabschiedet wurde, ist also das Ergebnis eines politischen Kompromisses. In einigen Fällen wurden Rechte, über die die Beteiligten keine Einigung erzielen konnten, später in Form von sogenannten Zusatzprotokollen zur Konvention hinzugefügt. Die Europäische Menschenrechtskonvention wurde am 4. November 1950 in Rom unterzeichnet. Sie trat 1953 in Kraft. Die Europäische Menschenrechtskonvention besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil enthält einen Katalog von Rechten. Er umfasst die Artikel 1 bis 18 EMRK. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, diese Rechte für jedermann in ihrer Hoheitsgewalt zu garantieren. Über diese Rechte gebe ich gleich noch einen Überblick. Der zweite Teil der Konvention befasst sich mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Hier sind die Eckpfeiler der Organisation des Gerichtshofs und des Verfahrens beim EGMR geregelt. Diese Vorschriften werden ergänzt durch eine Verfahrensordnung, die detailliertere Regelungen enthält. Die Verfahrensordnung wird von den Richtern des EGMR verabschiedet und gelegentlich aktualisiert. Der dritte Teil der EMRK enthält verschiedene Vorschriften. Die Rechte der EMRK sind im ersten Teil der Konvention geregelt. Artikel 1 der Konvention befasst sich nicht mit einem bestimmten Recht. Er enthält lediglich die Verpflichtung der Staaten, die Rechte und Freiheiten, die sich aus der Konvention ergeben, für alle Menschen in ihrer Hoheitsgewalt zu garantieren. Praktisch ist dieser Artikel vor allem deshalb wichtig, weil sich aus ihm der Anwendungsbereich der Konvention ergibt. Staaten sind an sie innerhalb ihrer Hoheitsgewalt gebunden. Das hat vor allem für die Frage Bedeutung, ob Staaten sich auch an die Konvention halten müssen, wenn sie außerhalb ihrer Grenzen tätig sind, beispielsweise bei Militäroperationen im Ausland. Die Artikel 2 bis 14 der EMRK nennen dann die eigentlichen Konventionsrechte. Die Artikel 2 bis 4 enthalten Rechte, die besonders mit der körperlichen Unversehrtheit von Personen verbunden sind. Artikel 2 garantiert das Recht auf Leben. Artikel 3 verbietet Folter und unmenschliche und erniedrigende Behandlung. Und Artikel 4 verbietet Sklaverei und Zwangsarbeit. Die Artikel 5 bis 7 sind besonders mit Gerichtsverfahren und Justiz verbunden. Sie betreffen das Recht auf Freiheit nach Artikel 5 EMRK, das Recht auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 EMRK und den Grundsatz keine Strafe ohne Gesetz, den Artikel 7 EMRK festschreibt. Die folgenden Artikel haben mit sozialen Beziehungen und Kommunikation zu tun. Artikel 8 garantiert das Recht auf Respekt vor dem Privatleben, Familienleben, der Wohnung und Korrespondenz. Artikel 9 die Religions- und Gewissensfreiheit. Artikel 10 die Meinungs- und Äußerungsfreiheit. Artikel 11 die Versammlungsfreiheit und Artikel 12 das Recht zu heiraten. Schließlich garantieren noch Artikel 13 das Recht auf ein effektives Rechtsmittel und Artikel 14 regelt das Diskriminierungsverbot. Dies ist eine Möglichkeit der Einteilung. Selbstverständlich gibt es auch andere Möglichkeiten zur Systematisierung. Die Einteilung hier dient lediglich der groben Orientierung. Die Rechte, die in der EMRK enthalten sind,
werden noch ergänzt durch sogenannte Zusatzprotokolle. Wie ich eingangs gesagt hatte, ist die EMRK das Ergebnis eines Kompromisses. Sie enthält diejenigen Rechte, auf die sich die Beteiligten einigen konnten, als sie die Konvention verfassten. Das Bewusstsein über die Bedeutung von Grundrechten entwickelt sich aber weiter. So kam es im Lauf der Zeit immer wieder dazu, dass sich die Vertragsstaaten über weitere Rechte verständigen konnten. Diese wurden dann durch ein Zusatzprotokoll der EMRK hinzugefügt. Beispiele sind das Recht auf Eigentum, das Recht auf Erziehung, das Wahlrecht oder das Doppelbestrafungsverbot. Diese und weitere Rechte wurden über die Jahre hinweg zur EMRK hinzugefügt. In einigen Fällen waren nicht alle Vertragsstaaten bereit, sich auf bestimmte zusätzliche Rechte zu verpflichten. Diese unterzeichneten dann das Zusatzprotokoll, in dem das Recht enthalten war, nicht. Für die betreffenden Staaten sind die Rechte dann nicht verbindlich. Menschen in ihrer Hoheitsgewalt können sich beim EMR nicht auf dieses Recht berufen. Beispielsweise hat die Schweiz das Recht auf Eigentum nach Artikel 1 des ersten Zusatzprotokolls nicht anerkannt. Darüber hinaus gibt es noch Zusatzprotokolle, die Änderungen des Verfahrens beim EGMR beinhalten. Das ist manchmal notwendig, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Beispielsweise ist vor einigen Jahren klar geworden, dass der EGMR mit der großen Zahl der Beschwerden nicht mehr fertig wird. Deshalb wurde durch das 14. Zusatzprotokoll die Möglichkeit eingeführt, Beschwerden durch Entscheidungen eines einzelnen Richters abzulehnen. Das ermöglicht die Bearbeitung einer größeren Zahl von Beschwerden. Bald wird ein Zusatzprotokoll in Kraft treten, das eine Verkürzung der Beschwerdefrist auf 4 Monate vorsieht. Wichtig ist, dass einige Rechte der EMRK beschränkt werden dürfen. Das gilt beispielsweise für das Recht auf Privatleben, die Äußerungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit. Die EMRK enthält Regelungen darüber, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang derartige Beschränkungen zulässig sind. Generell bedürfen Beschränkungen einer gesetzlichen Grundlage. Sie müssen einem legitimen Ziel dienen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein. Beispielsweise sind die Vorschriften, die Beleidigung unter Strafe stellen, Beschränkungen der Äußerungsfreiheit. Man wird für eine bestimmte Äußerung bestraft. Diese Beschränkung ist jedoch grundsätzlich möglich. Es gibt eine gesetzliche Grundlage, nämlich die Vorschrift über Beleidigung. Diese dient einem legitimen Ziel, nämlich dem Schutz der Ehre anderer. Ob die Beschränkung, die in einer Bestrafung wegen Beleidigung liegt, dann in einem bestimmten Fall in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist, ist eine Frage der Abwägung im Einzelfall. Andere Rechte, die eher in der EMRK enthalten sind, gelten ohne Einschränkung. Wichtige Beispiele sind das Folterverbot nach Artikel 3 EMRK oder der Grundsatz keine Strafe ohne Gesetz nach Artikel 7 EMRK. Die Rechte, die beschränkt werden dürfen, können jederzeit eingeschränkt werden. Es müssen also keine besonderen Umstände vorliegen, die die Beschränkung rechtfertigen würden. Beispielsweise ist Beleidigung eben immer unter Strafe gestellt. Darüber hinaus sieht die Konvention aber vor, dass bestimmte Rechte in besonderen Situationen außer Kraft gesetzt werden können. Dies ist in Artikel 15 EMRK geregelt. Danach können Vertragsstaaten die Rechte der EMRK im Fall eines Krieges oder eines öffentlichen Notstandes außer Kraft setzen. Der Staat, der die Rechte außer Kraft setzen möchte, setzt davon den Generalsekretär des Europarates in Kenntnis. Dabei muss er auch die Gründe für die Außerkraftsetzung nennen. Die Außerkraftsetzung kann aber noch geprüft werden. Auch wenn Rechte außer Kraft gesetzt werden, können sich in dieser Zeit Beschwerdeführer an den EGMR wenden und eine Verletzung ihrer Rechte geltend machen. Der Gerichtshof prüft dann zunächst, ob die Außerkraftsetzung gerechtfertigt war. Kommt er zu der Überzeugung, dass dies nicht der Fall war, prüft er die Beschwerde ganz normal wie in jedem anderen Fall. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit für die Außerkraftsetzung nach Artikel 15 EMRK ist der versuchte Staatsstreich in der Türkei im Juli 2016. Nach diesem erklärte die türkische Regierung, dass ein öffentlicher Notstand herrsche und setzte die Konvention außer Kraft. Danach hat sich der EGMR in mehreren Fällen mit der Frage auseinandergesetzt, wie weit die Außerkraftsetzung in dem jeweiligen Fall gehen musste und notwendig war. Darüber hinaus sieht die EMRK vor, dass bestimmte Rechte unter gar keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können. Dies sind insbesondere Artikel 3 der EMRK, das Folterverbot, Artikel 4 der EMRK, das Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit und Artikel 7 EMRK, das Doppelbestrafungsverbot.
Wie angekündigt, gebe ich nun einen kurzen Überblick über die einzelnen Rechte, die die EMRK verbrieft. Den Anfang macht das Recht auf Leben, das in Artikel 2 EMRK festgeschrieben ist. Der EGMR weist immer wieder darauf hin, dass das Recht auf Leben die Voraussetzung der anderen Rechte ist. Wenn mir das Leben genommen wird, nützt mir die Meinungsfreiheit nichts. Dennoch ist das Recht auf Leben nicht ohne Einschränkungen gewährt. Der Wortlaut von Artikel 2 EMRK lässt noch die Todesstrafe zu. Das spielt aber praktisch keine Rolle mehr, weil es ein Zusatzprotokoll gibt, in dem alle Vertragsstaaten der EMRK die Todesstrafe ausgeschlossen haben. Darüber hinaus verletzen Tötungen nach Artikel 2 EMRK nicht das Recht auf Leben, wenn sie aus Notwehr erfolgen, um Straftäter an der Flucht zu hindern oder um einen Aufstand niederzuschlagen. Die Tötung muss aber in diesem Fall das letzte Mittel sein. Artikel 2 EMRK hat nach der Rechtsprechung einen substanziellen Aspekt und einen prozessualen Aspekt. Der substanzielle Aspekt verbietet eben Eingriffe in das Recht auf Leben. Der prozessuale Aspekt besagt, dass Staaten verpflichtet sind, eine effektive Ermittlung durchzuführen, wenn der Verdacht besteht, dass das Recht auf Leben verletzt wurde. Artikel 3 EMRK regelt das Folterverbot. Die Bezeichnung ist eigentlich verkürzt. Der Artikel verbietet Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Die Schwelle der Folter ist höher als diejenige unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung. Das heißt, eine Behandlung, die noch keine Folter darstellt, kann dennoch unmenschlich oder erniedrigend sein. Für die Definition der Folter greift der EGMR häufig auf die UN-Folterkonvention zurück. Artikel 3 EMRK gehört zu den Vorschriften, die keine Ausnahmen zulassen und auch nicht außer Kraft gesetzt werden können. Folter darf also beispielsweise auch nicht eingesetzt werden, um das Leben anderer Personen zu retten. Der EGMR sagt dazu, dass es aus der philosophischen Begründung des Folterverbots folgt, dass die Vorschrift keinerlei Ausnahmen zulässt. Wie Artikel 2 EMRK hat auch Artikel 3 EMRK einen substanziellen und einen prozessualen Aspekt. Der prozessuale Aspekt besagt, dass Staaten verpflichtet sind, eine effektive Untersuchung durchzuführen, wenn der Verdacht besteht, dass gegen das Folterverbot verstoßen wurde. Artikel 4 EMRK regelt das Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit. Die Vorschrift sagt ausdrücklich, dass Militärdienst, Arbeit in Gefängnissen oder die Verpflichtung zu Diensten im Katastrophenschutz nicht als Zwangsarbeit angesehen werden. Bislang hat Artikel 4 in der Rechtsprechung des EGMR keine große Rolle gespielt. Es gibt aber inzwischen einige Fälle, in denen der Gerichtshof sich mit den rechtlichen Verpflichtungen des Staates auseinandergesetzt hat, wirksam gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel vorzugehen. Artikel 5 EMRK regelt das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Der Artikel enthält einen Katalog von Fällen, in denen Freiheitsentziehung zulässig ist. Die wichtigsten Beispiele sind Gefängnisstrafen nach einer strafrechtlichen Verurteilung und die Untersuchungshaft. Freiheitsentziehungen, die nicht unter eine der Ausnahmen fallen, die Artikel 5 EMRK regelt, sind rechtswidrig. Ein wichtiges Element von Artikel 5 EMRK ist die gerichtliche Kontrolle des Freiheitsentzuges. Hierzu gibt es umfangreiche Rechtsprechung, vor allem im Zusammenhang mit Untersuchungshaft. Artikel 6 EMRK regelt das Recht auf ein faires Verfahren. Artikel 6 ist nur anwendbar auf Verfahren, die zivilrechtliche Ansprüche oder strafrechtliche Klagen erfassen. Das bedeutet, dass es Verfahren gibt, die nicht den Anforderungen von Artikel 6 EMRK genügen müssen. Das bezieht sich beispielsweise auf bestimmte Steuerstreitigkeiten oder verwaltungsrechtliche Verfahren. Allerdings versteht der EGMR die Begriffe zivilrechtlich und strafrechtlich autonom. Das bedeutet, dass Verfahren, die nach nationalem Recht nicht als zivilrechtlich gelten, in den Augen des EGMR dennoch zivilrechtliche Verfahren im Sinne von Artikel 6 EMRK sein können. Artikel 6 enthält bestimmte Vorschriften, die für alle Verfahren gelten, beispielsweise das Recht auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht. Darüber hinaus gibt es noch bestimmte Anforderungen, die nur in Strafsachen gelten. Artikel 6 enthält auch die Unschuldsvermutung. Dazu mache ich demnächst noch einmal ein gesondertes Video. Artikel 7 enthält den Grundsatz keine Strafe ohne Gesetz. Das bedeutet, dass Personen nur wegen eines Verhaltens bestraft werden dürfen, wenn zur Zeit dieses Verhaltens bereits klar war, dass es strafbar ist. Der EGMR leitet aus der Vorschrift daher auch den Grundsatz ab, dass Gesetze hinreichend klar sein müssen.
Es muss deutlich werden, welches Verhalten bestraft werden kann. Die Vorschrift stellt auch klar, dass sie nicht ausschließt, dass jemand wegen einer Handlung bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach Rechtsgrundsätzen strafbar war, die von zivilisierten Völkern anerkannt werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Nürnberg und Tokio Prozesse gegen Kriegsverbrecher geführt. Viele Angeklagte waren dabei für Verhaltensweisen angeklagt, die keinen schriftlichen Tatbestand erfüllten, von denen aber klar war, dass sie schreckliche Verbrechen darstellten. Die Formulierung in Artikel 7 sollte klarstellen, dass dieser Artikel der Bestrafung wegen einer solchen Tat nicht entgegensteht. Artikel 8 EMRK regelt das Recht auf Privatleben, Familie, Wohnung und Korrespondenz. In diese Rechte darf unter bestimmten Voraussetzungen eingegriffen werden. Ich habe dazu noch ein eigenes Video aufgenommen. Artikel 9 EMRK regelt die Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit. Auch in diese kann eingegriffen werden. Hier geht es häufig um die Abwägung mit anderen Rechten. Artikel 10 EMRK regelt die Äußerungs- und Meinungsfreiheit. Auch wenn die Presse- bzw. Medienfreiheit in der Vorschrift nicht ausdrücklich genannt wird, ist sie auch von Artikel 10 erfasst. Der EGMR betont immer wieder die große Bedeutung der Äußerungsfreiheit in einer demokratischen Gesellschaft. Wichtig ist, dass Artikel 10 auch im Verhältnis unter Privatleuten zu berücksichtigen ist. Normalerweise sind die Rechte der EMRK Abwehrrechte gegen den Staat. Der EGMR hat aber entschieden, dass Artikel 10 auch dann zu berücksichtigen ist, wenn beispielsweise Privatleute sich gegen Berichterstattung durch Journalisten zur Wehr setzen. Hier sind sowohl die Äußerungsfreiheit nach Artikel 10 als auch die Persönlichkeitsrechte nach Artikel 8 EMRK zu berücksichtigen. Diese Rechte müssen gegeneinander abgewogen werden. Auch die Versammlungsfreiheit nach Artikel 11 EMRK gehört zu den Rechten, die beschränkt werden dürfen. Das Recht auf Versammlungsfreiheit überschneidet sich häufig mit dem Recht auf Äußerungsfreiheit nach Artikel 10 EMRK. Artikel 12 EMRK regelt das Recht zu heiraten. Artikel 13 EMRK beinhaltet das Recht auf ein effektives Rechtsmittel. Das bedeutet, dass Betroffene das Recht haben müssen, sich gegen mögliche Verletzungen ihrer Rechte nach der EMRK zur Wehr zu setzen. Effektiv bedeutet aber natürlich nicht, dass sie damit Erfolg haben müssen. Ein Rechtsmittel ist also nicht schon deshalb ineffektiv, weil der Betroffene den Rechtsstreit verloren hat. Die Frage spielt auch eine Rolle für die Zulässigkeit von Beschwerden beim EGMR. Betroffene müssen alle innerstaatlichen Rechtsmittel ausnutzen, bevor eine Beschwerde beim EGMR zulässig ist. Dies bezieht sich aber nur auf effektive Rechtsmittel. Artikel 14 EMRK regelt das Diskriminierungsverbot. Diskriminierung bedeutet, dass zwei Gruppen von Personen, die sich in vergleichbarer Lage befinden, ungleich behandelt werden, ohne dass es dafür eine sachliche Rechtfertigung gäbe. Wichtig ist, dass die EMRK Diskriminierung nicht allgemein verbietet. Vielmehr ist Diskriminierung nur im Hinblick auf andere Rechte untersagt, die in der EMRK enthalten sind. Es geht also beispielsweise darum, dass zwei Gruppen ihr Recht auf Religionsausübung nicht in der gleichen Weise nutzen können. Artikel 14 gilt also immer nur in Verbindung mit einem anderen Artikel der EMRK. Ein allgemeines Diskriminierungsverbot ist im 12. Zusatzprotokoll zur EMRK enthalten. Dieses haben aber nur wenige Staaten unterzeichnet. Grundrechte sollen in einer Vielzahl von verschiedenen Situationen und für lange Zeit gelten. Sie müssen deshalb notwendigerweise recht allgemein formuliert sein. Für die Anwendung der Grundrechte in der Praxis ist es deshalb von großer Bedeutung, wie die Rechte interpretiert werden. Die EMRK ist Teil des internationalen Rechts. Damit gilt für sie das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge. Dieses enthält auch Vorschriften über die Interpretation von Verträgen. Wichtiger für die Interpretation der EMRK sind aber Argumentationsfiguren, die der Gerichtshof selbst in seiner Rechtsprechung entwickelt hat. Dazu gehört zunächst, dass der Gerichtshof die EMRK als lebendiges Instrument ansieht. Das bedeutet, dass er die Konvention nicht unbedingt so versteht, wie sie gemeint war, als sie verfasst wurde. Der Gerichtshof geht davon aus, dass das Verständnis bestimmter Rechte sich über die Zeit verändert und dass die Interpretation der EMRK sich mitändern muss. Beispielsweise geht der EGMR davon aus,
dass das Recht auf Familienleben nach Artikel 8 EMRK auch homosexuelle Lebensgemeinschaften schützt. Auch wenn daran wohl niemand gedacht hat, als die Konvention 1950 verabschiedet wurde. Eng damit verbunden ist das Argument, dass die EMRK praktisch und effektiv sein müsse. Sie muss also aus Sicht des EGMR so interpretiert werden, dass Bürger tatsächlich in den Genuss ihrer Rechte kommen. Wichtig ist auch der Gedanke der autonomen Interpretation. Dieser bedeutet, dass der EGMR sich nicht an die Auslegung von juristischen Begriffen durch die nationalen Gerichte gebunden fühlt. Beispielsweise haben nach Artikel 6 EMRK Beschuldigte in Strafverfahren bestimmte Rechte. Was als Strafverfahren gilt, bestimmt sich nach Auffassung des Gerichtshofs nicht danach, was in einem bestimmten Staat als Strafverfahren gilt. Vielmehr beurteilt der Gerichtshof dies eigenständig. Ein Verfahren, das nach nationalem Recht ein Disziplinarverfahren ist, kann danach in den Augen des EGMR dennoch als Strafverfahren anzusehen sein. Schließlich ist von Bedeutung, dass der Gerichtshof Mitgliedstaaten einen Beurteilungsspielraum bei der Anwendung der Konvention einräumt. Das heißt, dass Staaten eine bestimmte Eigenständigkeit bei der Anwendung der Konvention haben. Dazu habe ich noch ein eigenes Video aufgenommen. Das war das heutige Video zu EMRK. Wenn es dazu Fragen oder Anregungen für neue Videos gibt, freue ich mich über einen Hinweis in den Kommentaren.